Wir sind heute hier bei der Kleinen Philharmonie und hier werden heute die Berliner Feuerwehrleute für ihre Aktion Berlin brennt ausgezeichnet und Sabine Mühlenberg mit ihrem Kinderhospiz, mit ihrem mobilen Kinderhospiz, also Palliativmedizin. Und die Berliner Feuerwehrleute werden für ihre Aktion Berlin brennt ausgezeichnet. Karl Eichler hat in seiner Aktion darauf aufmerksam gemacht, er ist 300 Kilometer insgesamt gelaufen und 90 Kilometer dann real von Frankfurt-Oder nach Berlin und ist dann auch irgendwann am Roten Rathaus angekommen, wurde natürlich jubelnd empfangen und er hat darauf aufmerksam gemacht, dass in Berlin es desolate Zustände auf den Feuerwehrwachen gibt. Es gibt technische Probleme, große technische Probleme an den Fahrzeugen, an den Gebäuden. Und natürlich, wenn man als Feuerwehrmann im Jahr 7 freie Wochenenden hat und eine große Arbeitsbelastung, ist das auch nicht zu verachten. Hinzu kommen noch die psychische Belastung. Wenn Sie Unfälle sehen als Feuerwehrmann, müssen Sie die auch irgendwie verarbeiten. Und deswegen wird heute die Aktion Berlin brennt ausgezeichnet, die ja sich um dieses Problem kümmert. Und wir werden weiter dranbleiben, werden sicherlich einige Feuerwachen besuchen. Auf jeden Fall, heute wird ausgezeichnet hier bei der Charity-Aktion in der Kleinen Philharmonie Berlin brennt und Sabine Mühlenberg von der mobilen Palliativstation. Ist das schön, dass schon mal jemand klatscht vorne. Also ich bin wirklich überwältigt, wie viele Personen noch in diesen Laden hier reinpassen. Und draußen, glaube ich, stehen auch noch welche, die hier gar nicht reinpassen. Super, klasse. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Marcel Kroll. Ich bin der Inhaber dieses Ladens und der Kurator des Sozialpreises. Ich begrüße Sie recht herzlich zur dritten Sozialpreisverleihung hier in der Kleinen Philharmonie. Ich möchte Ihnen anfangs gerne etwas über die Geschichte des Ladens erzählen und wie es zu diesem Sozialpreis gekommen ist. Ende der 50er Jahre nahm eine stolze Frau namens Wanda allen Mut in die Hand, sich an diesem Platz selbstständig zu machen. Vöglein zwitscherten ihr zu, dass hier direkt gegenüber die große Philharmonie gebaut werden sollte und daher kam sie auf den Gedanken, dieses Lokal zu einem Künstlertreff zu machen und die Kleine Philharmonie heißen zu lassen. Leider, wie Sie ja alle wissen, die große Philharmonie wurde dann doch nicht hier gegenüber gebaut, sondern auch an einer anderen Stelle. Was aber nicht wichtig war, weil die Wanda und Supergastronomen es geschafft hatte, sich so bekannt zu machen in der Stadt und in dem Land, dass unter anderem Größen wie damals Sarah Leander, Hildegard Knef, Marlene Dietrich und Udo Jürgens hier Eisen ein- und ausgeben. Und auch heute sind Namen wie Iron Shear, Cindy Berger, René Koch, Angelika Milster, Georg Preuße und ganz, ganz viele andere Bekannte, die hier heute immer noch ein- und ausgehen und sich dessen erfreuen, dass der Laden fast noch so genauso geblieben ist, wie er damals aufgebaut wurde. Ich denke, es ist ein kleiner Applaus wert für einer der ältesten Läden der Stadt. Aber Wanda zeichnete sich nicht nur durch ihre hervorragenden gastgeberischen Fähigkeiten aus, sondern auch durch ihr soziales Engagement. Denn zum Beispiel war sie eine der Mitbegründerinnen der Berliner AIDS-Hilfe von Berlin und kochte des Öfteren warmes Essen und schmierte belegte Brote für Menschen, denen es nicht so gut ging. Als ich denn im November 2016 dieses Lokal übernahm und ich mich mit der Geschichte beschäftigte, stand für mich fest, dass das soziale Erbe fortzuführen.
Und da die Möglichkeiten, sich sozial zu engagieren, schier unendlich sind, kam die Idee auf, sich auf die Menschen zu konzentrieren, die sich aufopferungsvoll, egal für welchen Bereich, sozial engagieren. Der Preisträger des Jahres 2017, was auch gleich der erste Preisträger der Kleinen Philharmonie war, ist der Thomas de Varroy, der heute auch zugegen ist. Wo ist er denn? Der Thomas de Varroy, falls es ja noch einige wenige gibt, die ihn nicht kennen, wie ich gerade gehört habe, ist der erste Armutsbeauftragte von Deutschland, der Diakonie Simian, und leitet das Haus Britz. Baute unter anderem das Rathaus Wilmersdorf zu einer Flüchtlingsunterkunft um, innerhalb von 7 Monaten, wenn ich das richtig sehe, und leitete es auch einige Zeit. Im letzten Jahr hieß die Preisträgerin und heutige Laudatorin Marion Mewes. Können wir bitte aufstehen? Super, dass du auch da bist, Marion. Federführend ist sie alleine für ca. 10 soziale Projekte der Berliner Sparkasse verantwortlich, die sie zumeist aus ihrem privaten Umfeld bekommt, diese dann zu ihren macht und zusammen mit der Berliner Sparkasse oftmals zum größten Unterstützer danach wird. Unterstützt werden unter anderem Kinder und Jugendliche, Geflüchtete und Obdachlose. Die Anzahl von sozialen Projekten, wo sich die Sparkasse kümmert, ist wirklich sehr, sehr lang und würde den Abend füllen. Auch wenn es nicht immer so in der Presse mitgeteilt wird. Und einen sehr großen Anteil hat Marion daran. Und was es alles über den heutigen Preisträger zu berichten gibt, erfahren Sie noch nicht jetzt, sondern gleich. Aber vorher begrüßen Sie bitte noch mit mir, mit einem herzlichen Applaus, den Altmeister der Concordia-Loge Sascha Hohner sowie den Obermeister Wolfgang Grünberg, der auch ebenfalls der Concordia-Loge, weiterhin den Bernhard Eberans Stadtrat für Umwelt und Natur aus Neukölln. So schön, wenn man seine eigene Schrift nicht mehr lesen kann. Und zum Schluss noch den Erik Herbrote, stellvertretender Vorsitzender von Berlin Brennt e.V. Und wo wir gerade dabei sind, bedanke ich mich recht herzlich bei allen Unterstützern und die möchte ich auch gerne im Einzelnen nennen. Und das mache ich herzlich gerne. Einmal ist es der King Ralf, dort Hall of Fame. Und dann zu den Unterstützern gehören auch die Zahnarztpraxis Petrasch, der Bike Shop Schöneberg, die Firma Sennheiser, den Getränkegroßhandel W. Liefer, dem Theatertreffen der Berliner Festspiele, der Club Vagabund und in diesem Jahr unseren größten Unterstützer. Bedanke ich mich herzlich, aber das werden Sie auch noch sehen, warum ich das extra nochmal erwähne, die Concordia-Loge. Vielen Dank. Und ich hoffe, es haben bereits schon alle ein paar Canapés und ein bisschen Kuchen gegessen, denn die Canapés sind echt lecker. Ich habe sie auch vorgekostet, damit sie nachher keine Magenschmerzen haben. Das verdanken wir dem Restaurant Rüdigers, der das gespendet hat. Der Kuchen kommt übrigens von Mitarbeitern der Deutschen Rentenversicherung Bund. Das war's auch. So, jetzt aber bitte ich den Preisträger des diesjährigen Sozialpreises, Kai Eichler, auf die Bühne. Applaus
Und dann machen wir es ganz schnell. Und dann bitte ich auch die Laudatorin Marion Behres gleichzeitig auf die Bühne und ich verabschiede mich jetzt erstmal. Mein erstes Mal. Okay. Verehrte Damen, verehrte Herren, und wenn ich einmal so sagen darf, liebe sozial engagierte Berlinerinnen und Berliner, sicher erinnern Sie sich, im letzten Winter vor dem Roten Rathaus, alles war wie immer, es war kalt und es gibt eine riesige Baustelle, aber etwas war anders. Und das sah man von Weitem, ein Feuerbrand in einer Tonne, drumherum Feuerwehrleute. Berlin brennt, heißt die Aktion und heißt der Verein, der sich für die Arbeit der Feuerwehr und damit für unser aller Wohl einsetzt. Die Bilder gingen durch die ganze Stadt, durch ganz Deutschland. Heute, am 24. Mai 2019, verleiht der Kurator und Inhaber der Kleinen Philharmonie, du lieber Marcel, zum dritten Mal den Sozialpreis der Kleinen Philharmonie an herausragende, ehrenamtlich wirkende Persönlichkeiten und Wirken für unsere Gesellschaft. Ich freue mich, als Laudatorin und Preisträgerin von 2018 in diesem Jahr diese Persönlichkeit aus dem schönen Bundesland Baden-Württemberg zu würdigen. Die Jury hat sich für Kai Eichler entschieden. Sie kennen ihn alle. Denken Sie an die Tonne mit dem Feuer. Du, lieber Kai, hast das Feuer bundesweit bekannt gemacht. Du setzt dich aber nicht nur für Berlin brennt ein, sondern engagierst dich auch als Pate im Kinderhospiz Amalie in Friedrichshafen. Berlin brennt ist kein reißerischer Slogan, sondern Realität. Es handelt sich um einen Verein zur Unterstützung von Forderungen der Berliner Feuerwehr. So kämpften monatelang Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr mit einer Mahnwache vor dem Roten Rathaus in Berlin. Weithin sichtbar durch die brennende Tonne. Feuerwehrleute von Spandau bis Neukölln trafen sich bei Wind und Wetter. Ihre Forderungen sind nicht aus einem Märchenkatalog, sondern spiegeln die Wirklichkeit wider. Diese Kollegen brauchten und brauchen unsere Hilfe, denn sie setzen tagtäglich ihr Leben für uns ein. Wir alle danken ihnen dafür. Unsere Gesellschaft nimmt Anteil an der Pflege, an der Polizei. Nun sollten wir gemeinsam auch den Feuerwehrfrauen und Männern den Rücken stärken. Denn egal ob Unfall oder Brand, wir als Gesellschaft erwarten, dass die Feuerwehr kommt und uns aus der Notlage befreit. Doch wer von uns ist bereit, der Feuerwehr zu helfen? Das lag der Jury des Sozialpreises sehr am Herzen. Nach mehreren Weltrekorden in Feuerwehrschutzkleidung bereitete sich der Feuerwehrmann und Ultraläufer Kai Eichler auf seine nächste große Herausforderung vor. Doch diesmal ging es nicht um einen neuen Weltrekord. Er wollte eine besonders weite Strecke zurücklegen und das zu Fuß. Nämlich von seiner Heimatstadt Immenstadt, für meine Berliner Landsleute, das ist im Allgäu. Und das Allgäu ist von Berlin aus gesehen ganz weit weg. Zum Berliner Roten Rathaus. Kais Ziel war es, auf die katastrophalen Zustände der Berliner Feuerwehr hinzuweisen und die Protestaktion Berlin brennt zu unterstützen. Bevor Kai an den Bodensee kam, lebte und arbeitete er lange Zeit in Berlin. Viele seiner Freunde sind Feuerwehrleute aus der Hauptstadt. Jetzt arbeitet er bei der Werksfeuerwehr von MTU, der Maschinen- und Turbinenunion, und gehört gleichzeitig der Freiwilligen Feuerwehr in Innenstadt an. Berlin hat zu viel veraltete Technik und zu wenig Personal. Investitionen für die Feuerwehr fielen lange Zeit sehr dürftig aus. Auch Kai fragte sich, was man tun könne, um die Kollegen in Berlin zu unterstützen. Er besuchte die protestierenden Kollegen vor dem Roten Rathaus und da entstand die Idee des mittlerweile berühmten Fußmarsches. Das sollte auch für Kai, den versierten Läufer, absolutes Neuland werden. Mit Karte und Kompass ging es am 23. Februar 2019 los. Unterwegs über Stadt und Land unterstützten und spornten ihn viele Feuerwehrfrauen und Männer an. In Begleitung von Journalisten und unzähligen solidarischen Läufern erreichte er Berlin schließlich am 9. März gegen 19 Uhr und wurde vom Berlin brennt am Roten Rathaus mit Jubel empfangen.
Es war ein bewusstes Abenteuer, ein Aufbruch aus seiner neuen Heimat ins Unbekannte. Trotz großer gesundheitlicher Probleme während des Laufes kam es für dich, lieber Kai, nicht in Frage, aufzugeben. Für diesen Einsatz, lieber Kai, und für dein großes soziales Handeln wurdest du von der Jury ausgewählt, den diesjährigen Sozialpreis aus den Händen des Kurators Marcel Kroll zu empfangen. Dein langer Lauf aus dem Allgäu nach Berlin endete also noch nicht am Roten Rathaus, sondern hier bei uns in Charlottenburg in der kleinen Philharmonie. Willkommen am Ziel und herzlichen Glückwunsch. Klatsch mal noch einen Moment, mein Mikro ist noch. So, liebe Marion, du darfst den Preis an unseren Herrn Kai Eichler übergeben. Dass ich einen Preis bekomme, ganz berührt. Ich möchte mich erstmal ganz recht herzlich bedanken beim Veranstalter von heute Abend. Ganz herzlich bedanken möchte ich natürlich auch bei meinen ganzen Unterstützern auf der Strecke in Immenstadt etc. Und ich möchte gerne diesen Preis auch jemandem widmen, nämlich den ganzen Feuerwehrleuten, die täglich in Deutschland oder irgendwo auf der Welt ihre Arbeit machen und einfach im Mittelpunkt oder nicht im Mittelpunkt stehen und trotzdem ihre Arbeit für die Gesellschaft tun. Vertreten, dafür möchte ich das auch so sehen. Danke. Meine Damen und Herren, du kannst auch bleiben. Die sollen dich ja alle sehen. Das ist doch mal eine Ehrenfest. Der soll ja nicht ich sein. Aber du kannst es gerne hier mit hinstellen. Ich würde jetzt vorschlagen, damit wir uns alle mal ein bisschen entspannen und ein bisschen Luft holen können, dass wir so ein, zwei Musikstücke spielen, jeder noch was bestellen kann, weil nämlich, falls es manche noch nicht wissen, heute bis zum Ende des Abschlusses in der Nacht wird die kleine Philharmonie 50% sämtlicher Tageseinnahmen noch dem Sozialpreis zugutekommen. Ich hoffe, es hat alle nochmal was bestellt und sich genug zu trinken angeeignet. Guten Tag wird auch noch gesagt, Spätzünder kommen auch. Das ist typisch die Concordia-Note. Aber besser spät als nie. Meine lieben Damen und Herren, wie bereits in der Laudatio erwähnt, geht der Betrag heute an eine soziale Einrichtung, also nicht nur an eine, sondern diesmal an zwei soziale Einrichtungen. Und die eine davon ist Berlin Brennt e.V. und die andere Einrichtung ist das Kinderhospiz Amalien. Und da bitte ich jetzt vorerst, wer soll zuerst rankommen? Ist dir egal? Den stellvertretenden Vorsitzenden von Berlin Brennt nach vorne. Ja, schönen guten Abend. Wir freuen uns natürlich
erstmal über die Aktion von Kai, weil die einfach für extrem viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, die wir brauchen in unserem Kampf für eine funktionierende Berliner Feuerwehr. Und wir freuen uns natürlich auch über die Preisverleihung, denn die hat er sich alle mal verdient. Und wir profitieren auch wieder davon, weil wir auch wieder Aufmerksamkeit kriegen. Und die brauchen wir auch ganz dringend, weil es halt bei der Berliner Feuerwehr nicht so läuft, wie es laufen sollte, auch nicht so, wie es schon vor Jahren eigentlich mal selbstverständlich war, sondern es kommt jeden Tag mehrfach vor und das können wir wirklich beurteilen, dass wir die vorgeschriebenen Hilfsfristen nicht einhalten, dass die Feuerwehr unterbesetzt ist, dass wir schlussendlich einfach zu spät kommen. Und wir denken, ich denke und wir als e.V. denken, dass das für eine Großstadt wie Berlin und für die Bundeshauptstadt einfach unwürdig ist, so mit der Feuerwehr umzugehen. Ich persönlich bin seit inzwischen knapp 20 Jahren bei der Berliner Feuerwehr und ich kenne nichts anderes in diesen letzten knapp 20 Jahren als Sparen. Ja? Also ich kenne nichts anderes als Personalabbau, als Einsparen. Die ganzen Jahre ging es in die Richtung. Das ist wirklich eine ganze Generation von Feuerwehrberufsbeamten, die nichts anderes kennen. Und dass es natürlich sich irgendwann mal auswirkt, ist klar. Und der Punkt ist jetzt lange überschritten. Wir haben lange gesagt, das ist kurz vor 12. Inzwischen ist es, denke ich mal, 10 nach 12. Wir sind deutlich schlechter geworden. Und dagegen kann man was tun. Und was man dagegen tun kann, damit möchte ich Sie heute gar nicht langweilen. Das ist hier eigentlich eher so ein bisschen eine Entertainment-Veranstaltung, wenn auch mit ernstem Hintergrund. Jeder soll seinen Spaß haben. Da kann man sich informieren unter berlinbrenn.info. Hier liegen auch, glaube ich, ein paar Flyer auf den Tischen. Da kann man auch schon mal die Homepage sehen und auch unsere Kernforderungen sind da drauf verzeichnet. Man würde uns sehr unterstützen, wenn man beitritt in den Verein. Wir sind echt billig, ja. Billig zu bekommen, 24 Euro im Jahr. Und trotz alledem brauchen wir das Geld. Ja, natürlich sind wir nicht billig, ist schon klar. Und trotzdem brauchen wir das Geld, wirklich jedes einzelne Mitglied. Denn ja, wir haben halt auch Kosten, eine Aktion jagt die nächste. Und alles muss irgendwie bezahlt werden. Und natürlich gehen wir da in Vorleistung aus privaten Geldern und mit viel, viel Freizeit und ehrenamtlich. Aber naja, so ein paar Sachen wie Anwälte oder so, die müssen dann halt auch bezahlt werden. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten sage ich nochmal Kai, ganz, ganz doll. Wir haben auch noch was zu übergeben. Und da bitte ich mal die Kerstin. Quatsch, die Kati, Entschuldigung, Kati auf die Bühne, die hat auch noch was zu übergeben. Jetzt setz dich, die haben so viele tolle Frauen, da kommen wir gar nicht mehr an, Entschuldigung. So, dein lieber Kai. Letztes Mal war es noch nicht fertig, dieses Mal Textes. Dein persönliches Berlin-Brenn-T-Shirt. Mit deinem Rekord auf der Seite. War eine tolle Aktion. War schön. Also, recht herzlichen Dank und ich habe es gerne gemacht. Überzeugung. Ja, dann kann der Kurator erstmal weitermachen. Wir danken erstmal. Super, vielen Dank. So, und die andere Hälfte des gesammelten Geldes heute Abend, es werden ja auch noch ein, zwei Schecks übergeben, geht an das Kinderhospiz Amalia und da bitte ich jetzt sehr, sehr gerne mit einem großen Applaus die Sabine nach vorne. Hallo, guten Abend, hallo Kai. Ich freue mich total, hier zu sein und den Kai heute Abend zu feiern. Und ich möchte euch ganz kurz die Arbeit unseres ambulanten Kinderhospizes vorstellen. Aus zwei Gründen. Erstens, damit ihr wisst, wofür ihr heute Abend trinkt, zum Teil, und esst. Und zum anderen, zum anderen, damit ihr wisst, was der Kai einfach noch so auf die Beine stellt in seinem Alltag. Wofür er sich interessiert, was ihm wichtig ist. Und der Kai, der ist bei uns im ambulanten Kinderhospizdienst als Ehrenamtlicher tätig. Ich kann dich nicht anschauen, sonst hört man mich. Mach's noch an. Tut mir. Ja. Ah, ein großer Applaus, das war Frauen mit Technik. Rock'n'Roll. Okay,
was tun wir in unserem ambulanten Kinderhospizdienst? Wir begleiten Kinder, Jugendliche und ihre Familien, die vom Thema Sterben, Tod und Trauer betroffen sind. Das ist so das ganz, ganz große, der große Bogen, den man sich immer so merken kann. Und konkret geschieht es dadurch, dass wir Familienbegleitungen machen, dass wir ehrenamtliche, wunderbare Menschen wie den Kai in die Familien einsetzen. Und das ist jetzt einfach mal wichtig zu sagen, weil diese Familienbegleitungen, die sind sowas ganz Stilles eigentlich, sowas gar nicht Lautes, gar nicht Buntes, so das Gegenteil vielleicht von diesem grellen und auch notwendigen und wichtigen Feuer und diesem Lauf. Da geht der Kai und andere Ehrenamtliche in die Familien rein und unterstützen dort Familien, in denen ein Elternteil erkrankt ist oder ein Kind erkrankt ist, unterstützen dort die Geschwisterkinder und verbringen dort einfach schöne, wertvolle Lebenszeit mit denen und unterstützen die Familie so ein bisschen im Positiven, darin Normalität zu leben, was für uns ja manchmal so ein bisschen so ein Schimpfwort ist und genau. Was machen wir noch? Ich mache es ganz kurz. Wir haben Kindertrauergruppen, wir gehen in Schulen, machen dort Kinderprojekte mit Hospiz, macht Schule nennt sich das, mit Grundschulkindern schon, präventiv, kommen wir mit denen ins Gespräch. Und an der Stelle muss ich mal sagen immer alle, wow, das ist so schwer, könnte ich gar nicht machen. Und wir sagen immer, nee, immer wenn Kinder im Spiel sind, ist es auch sehr hoffnungsvoll und der Tod muss nicht immer schwarz und viereckig und grau sein, sondern in dem Moment, wo man mit Kindern darüber ins Gespräch kommt, tun sich da ganz andere Fenster auf. Okay, soviel zu unserer Arbeit. Und dann haben der Kai und ich telefoniert und haben gesagt, Mann, das ist... Die Veranstaltung, zu der wir uns da treffen, das ist eine richtig schräge Nummer so. Also das Wort schräg ist ganz oft gefallen und da kommt so viel zusammen. Also da kommt diese super Kneipe hier ins Spiel und da kommt dieser Lauf vom Bodensee und vom Allgäu hier hoch ins Spiel und da kommt Berlin brennt ins Spiel und die Hospizarbeit und wir haben immer wieder gesagt, boah, das ist schräg, aber total klasse, da freuen wir uns drauf. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, weil ja auch das Motto dieses Preises, glaube ich, ist gemeinsam und nicht gegeneinander. Und ein Miteinander auch, nicht gegeneinander. Genau. Was verbindet denn diese ganzen schrägen Punkte vielleicht? Und wir legen oft so viel Wert drauf, was trennt die Sachen? Und ich habe gedacht, Mann, Kai, oder? Was verbindet das Ganze? Was könnte denn da so als gemeinsamer Nenner drin sein? Und da kamen mir zwei Sachen. Und das erste ist ein Satz von einer Frau, die in so einer ganz, ganz schweren Trauerphase war und dachte, sie kommt da nie wieder raus. Und die hat am Ende irgendwann dann mal zu mir gesagt, ich wusste gar nicht, wie viele Untergeschosse meine Seele hat, bevor ich da so reinkam. Und dann habe ich gedacht, boah, dieser Satz und so, das könnte so ein Ansatz sein. Also immer dann, wenn wir uns mal nicht über Thermomix oder SUV oder so unterhalten, dann kommen wir an diese Untergeschosse manchmal so dran. Und das ist sowas, wo den Kai vielleicht antreibt und was uns in der Hospizarbeit antreibt und was Berlin brennt antreibt und was wahrscheinlich auch euch antreibt, wenn ihr so einen Preis verleiht. Klasse, das war das Erste. Und das Zweite, was uns verbindet, ist der Kai. Heute Abend hier ganz konkret. Und den Bodensee mit Berlin durch seinen Lauf. Und das alle mit seiner Begeisterung und mit seinem Einsatz. Und vielen Dank, lass dich feiern und hab Spaß heute Abend und gut, dass es dich gibt. Ja. Ich gleich mal schauen, was als nächstes auf dem Plan steht. Im Kopf habe ich es nicht. Da ist auch sowieso nicht so viel drin, aber das schon mal ja nicht. Ja, so. Ah, ist ja super. Oh, mein Gehirn. Sehr schön. Gut, dann machen wir gleich weiter, damit es auch nicht zu langweilig wird. Kommen wir jetzt zu einer Riesenüberraschung. Auch für mich eine Riesenüberraschung, einer finanziellen Überraschung. Jetzt kommen wir zu einer Scheckübergabe und zwar von der Concordia Loge. Und da bitte ich den Altmeister Sascha Hohner mal nach vorn.
Sascha. Ja, erstmal von mir ein herzliches Willkommen, einen wunderschönen guten Abend, liebe Damen und Herren. Als Vertreter der Concordia-Loge Berlin aus dem weltweiten Order of Fellows habe ich die große Freude, hier heute dem Kai noch eine kleine Überraschung mit auf den Weg zu geben, wenn er wieder zurückläuft zum Bodensee. Nein, es ist kein Ticket der Deutschen Bahn, das ist was anderes. Wir von der Concordia-Loge haben uns gedacht, als der Marcel hier so bei einem kleinen Zigarettchen erzählte, Mensch, und Sozialpreis und Eichler und Berlin brennt und so weiter, ich brauche da irgendwie noch 200-300 Euro, um die Spende so ein bisschen aufzupeppen. Und ich sage, Marcel, mach dir keinen Kopf, ich kümmere mich mal drum. Aber das meinen Brüdern aus der Loge mal so ein bisschen vorgetragen, habe ihnen erklärt, was Berlin brennt eigentlich bedeutet. Mit dem Wort Kinderhospiz konnten meine Herren sowieso alles anfangen. Das ist uns keine fremde Materie. Und mir war es eine Herzenssache, insbesondere weil ich Berliner Polizeibeamter bin. Ich kenne also die Problematik von Unterbezahlung, Misswirtschaft, desolaten Dienstgebäuden, genauso wie ihr Jungs von der Feuerwehr das kennt. Ihr habt bloß leider in dieser Stadt immer noch das Problem, dass ihr mittlerweile leider körperlich attackiert werdet von irgendwelchen hirnlosen Menschen, wo wir als Polizisten uns dann doch ein bisschen anders zur Wehr setzen, aber wir helfen euch dann mal wieder gerne. Aber ich bin ja nicht als Polizist hier, sondern als Vertreter der Concordia-Loge. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, Menschen zu helfen, soziales Engagement in den Tag zu legen, zu verbreiten, zu kontaktieren und Leute zu animieren, soziales Engagement zu betreiben. Und da müssen wir natürlich mit glühenden Fackeln vorneweg gehen. Und das möchten wir heute tun, lieber Kai. Knapp 456 Kilometer laufen. Ich hätte jetzt gesagt, dafür hätte ich einen Führerschein gemacht. Gut. Das als Propagandamittel benutzt, was ich super finde, die Kollegen zu unterstützen. Und deshalb haben die Brüder der Concordia-Loge entschieden, dass wir dir heute noch einen kleinen Scheck, also siehst du, er ist klein, überreichen. Und zwar über die Summe von 1.500 Euro. Wie du die Gelder verteilst, das sei dir überlassen, ist eine schwere Verantwortung, ob du 50-50 machst, ob du 2-3-3 machst oder ob du 50 Euro für Berlin brennt und 1.450 fürs Kinderhospiz sind. Das bleibt dir vollkommen überlassen. Wir wissen, dass du es sinnvoll einsetzt und wir danken dir für dein Engagement ganz, ganz herzlich und ich hoffe wirklich inständig, dass die Politiker dieser Stadt endlich wach werden. Wach werden, was die Beamten dieser Stadt betrifft, nämlich die an der Exekutiven, die Feuerwehrmänner und die Polizisten dieser Stadt, dass wir endlich ordentlich bezahlt werden und ordentliches Material kriegen. Aber schönen Dank. Ja. Was soll ich jetzt sagen? Also, Überraschung gelogen, würde ich sagen. Die Summe gar nicht. Also das ist schon geil. Recht herzlich Dank. Dankeschön, danke, danke, danke. Und das Geld werden wir, wie gesagt, 50-50 verteilen an die jeweilige Organisation. Berlin Brenn e.V. und ambulante Kinderhospizdienst. Also ich hoffe, das kommt gut an und man kann damit richtig super Sachen machen, sage ich mal. Oder mit diesen Sachen reden. Ich bin immer noch brav, ich kann nicht reden, sorry. Das ist eine geile Nummer. Also ich meine jetzt den Ertrag, finde ich eine geile Nummer. Schade, ich habe ja zuerst gedacht, dass diese Nummer der Betrag ist, das war es dann leider doch nicht. Okay. Aber wir fangen alle klein an. Nicht wahr? So, aber meine lieben Freunde, das war auch noch nicht alles. Aber jetzt
gebe ich meine Moderation ab, und zwar an unseren Ralf, der heute noch einiges, ein paar Sachen vorhat und noch ein, zwei Überraschungen im Petto hat, auch für den Kai. Und den geht's ja heute. Und ich verabschiede mich erstmal als Moderator und freue mich jetzt auf den Kai, dass er euch heute weiter beglücken kann mit seinem mit allem, was er macht. Danke. So, lieber Kai, so ganz ungeschoren kommst du aber auch bei uns nicht weg. Denn, wie du mitbekommen hast, hier hängen so viele goldene Schallplatten rum und die haben wir auch letzte Woche verliehen. Und wie man schon sagt, so eine blöde Idee, was passiert eigentlich? Normalerweise kriegt eine goldene Schallplatte jemand, der eine Million Sachen verkauft hat, eine Ehrenauszeichnung für 30 Jahre Bühne, 40 Jahre Bühne. Wie lange bist du eigentlich schon Feuerwehrmann? 26 Jahre. Dann hast du es ja auch verdient, ab 20 Jahren. Jetzt kommt Folgendes natürlich dazu. Was machen wir denn da eigentlich? Man kann nicht sagen, es geht ja der Michael Jackson oder irgend so ein Blödsinn. Passt natürlich überhaupt nicht zur Feuerwehr. Also ich wieder retuschiert, Schallplatten besorgt, Sachen aus den USA bestellt, die Sachen weggeschickt, bei Sony Records angerufen. In Dubai haben sie mir zwei goldene CDs geschickt. Und die sind tatsächlich in 24 Karat Gold. Also macht ihr jetzt Circus. So, was machen wir denn damit? Und alle, es gibt den Film Backdraft. Die einen wollen rein und die anderen wollen raus. Auch da gibt es einen Goldstatus. Eins von eins, eins für dich. Einmal Backdraft in Gold. Wir haben noch ein paar Taler eingesammelt und auch von der Hall of Fame bekommst du von uns nochmal 250 Euro in den Topf. Das hört gar nicht mehr auf. Danke. 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 Ja, ich kann nichts sagen. Ich weiß es nicht. Ich gebe es weiter. Wenn ich immer da unten bin, dann darf ich dich mal auf dem Feuerwehrauto besuchen. Dann machen wir mal ein bisschen Blödsinn auf, ne? Versprochen. Versprochen? Machen wir. Ich bin oft unterwegs, glaub mir das. Du nächstes Jahr bist du sowieso wieder hier, weil du die Rotatio halten musst für den nächsten Preis. Also Einladung steht, kommst runter, zeige ich dir alles. Und ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Perfekt. Perfekt. Also wenn wir in den Dress schmeißen und ein bisschen Sport machen. Ich muss mich doch noch einmal vordrängeln, also meine Stimme ist noch nicht ganz weg. Mir wurde nämlich gerade noch von jemandem gesagt, dass jemand gerne noch was spenden möchte und dafür dann auch gleich noch auf die Bühne gebeten wird. Und zwar ist es auch einer unserer Sponsoren vom Bikeshop Schöneberg, und zwar die Samantha am Roller bitte ich mal ganz gerne. Liebe Samantha, ich freue mich, dass du das Mikrofon ganz nah an den Mund nimmst und mit dem Bauch bist. Das ist Sennheiser. Hallo ihr Lieben, ja, ich wollte gerne nochmal was spenden vom Bikeshop Schöneberg, 500 Euro an die Hospiz und 500 nochmal an Berlin Brennt, also insgesamt. Sehr gerne für soziale Projekte einstehe, auch dank Marcel, möchte ich das gerne in diesem Rahmen nochmal machen. Also gerne nochmal 1000 Euro, 500, 500 würde ich gerne teilen. Ja, liebe Samantha, mega, mega geil. Haben wir nochmal 1000 Tage. Mein Gott, war das da irre, oder?
ja, also jetzt komme ich doch nicht drum rum. Also, Dankeschön, recht herzlichen Dank auch an die Spende. Dankeschön. Ja. Also, danke, danke. So. Hey, das ist aber noch nicht alles, weil du ja den Weg auch wieder zurücklaufen musst, richtig? Brauchst du ja auch ein bisschen flotte Musik auf den Ohren. Da brauche ich nochmal den Thomas hier oben, der hat mir auch noch was mitgebracht von der Firma Sennheiser. Hallo Kai. Gibt's dich gut? Ich bin baff. Ja, okay. Wir hatten ja letzte Woche Hall of Fame im Sennheiser und Oliver und Nils, die Geschäftsführer von Sennheiser, haben gesagt, naja gut, er braucht ja für unterwegs Kopfhörer, die auch frei sind über Bluetooth und alles Mögliche. Und die übergebe ich dir jetzt. Schöne Grüße von Sennheiser und du sollst viel Spaß damit haben. Kann ich dir sagen, ich bin die geilsten Kopfhörer. Man kriegt sie ganz in die Ohren. Das ganz neue Produkt, ein bisschen Schleichwerbung muss natürlich sein, aber das sind wirklich die geilsten Kopfhörer, die klingen, als wenn du das Konzertzeug geklaut hast. Kai, vielen, vielen Dank, wie gesagt, geile Leistung. Großer Applaus mal für Kai, für die Wahnsinnsleistung, die er nach der Linken hat. Wir wollen aber auch Berlin brennt nicht außer Acht lassen, weil ich sage, aus Berlin für Berlin. Und da es immer noch eins von eins gibt, haben wir gewürfelt. Und gut, wir machen jetzt natürlich den ganz großen Knall. Wer ist denn der oberste Boss-Chef hier von Berlin brennt? Erik. Komm mal her. Erik, wir haben natürlich auch was für dich gemacht, weil ich dachte, die Feuerwehr war selbst nun im Dienst der Bundeswehr und ich weiß, was es heißt, durch die Sachen zu krabbeln, zu machen, Feuer im Schiff und diese ganzen Sachen. Ich musste auch den Schiffssicherungslehrgang absolvieren, nicht nur mit Wassereinbruch, auch mit viel, viel Feuer, Dampf und Rauch. Ich weiß, dass ihr Jungs und die Jungs da durchmachen. Und da habe ich gedacht, was machen wir denn da? Da brauchen wir ja auch noch irgendwas Schönes. Und da habe ich gedacht, aus Berlin, für Berlin, von der Hall of Fame überreichen wir dir eine komplett goldene Schallplatte von dem Film Backdraft in Gold als Handy. Ja, sieht cool aus, oder? Ja. Hallo. Müssen wir mal gucken, wo wir die aufhängen. Vielen, vielen Dank. Wie für den Rathaus. Auf keinen Fall im Rathaus. Wenn die da jeden Tag dran vorbeilaufen, vielleicht hilft es. Ich befürchte, die würde in Kürze entfernt werden, leider. Ja, also wir haben ja da so ein bisschen Gegenwind, teilweise auch hier als Verein. Man will ja das Ganze nicht so ganz wahrhaben, wie ernst die Situation ist. Und man denkt, es würde was helfen, wenn man nach außen die Situation besser verkauft, als sie wirklich ist. Und insofern haben wir da ein bisschen Gegenwind. Macht uns aber nichts, spornt uns eher an, noch mehr zu machen. Und so eine Veranstaltung wie heute, die spornt uns natürlich noch 10-mal mehr an. Deswegen möchte ich dir nochmal ausdrücklich Danke sagen an die Hall of Fame für diesen tollen Preis, für diese tolle goldene Schallplatte. Danke auch an den Bike Shop. Wie war der Name? Bike Shop Schöneberg? Bike Shop Schöneberg. Okay, ja, vielen Dank. Ich wollte nur noch mal Danke sagen, aber alles gut. Danke an die Kollegen von der Polizei, heute wieder in Funktion von der Concordia-Loge. Muss ich mich mal beschäftigen, ist mir noch neu dieses Thema, Othellos und so weiter, aber auch interessant. Ja, mehr als Danke kann man dazu nicht sagen. Wir nehmen das als Auftrag mit, weiterzukämpfen. Dankeschön. Auch der Mega-Knaller, auch da haben wir schon ein paar geile Fotos gemacht. Ich war dort draußen gleich ein bisschen Fotoshooting. Und jetzt habt ihr gefragt, ob ihr mit der goldenen Schallplatte hin oder her. Wenn ihr jetzt mal hier so ringsrum guckt, hier in der kleinen Philharmonie, haben wir natürlich auch hier die zweite Teil der Eröffnung gemacht von letzter Woche.
Wenn ihr hier oben rüber guckt, steht da oben so ein bisschen Star Club Hamburg drauf. Wir haben so ein bisschen hier den Hamburger Star Club in der kleinen Philharmonie verewigt. Deshalb gibt es ja auch heute erstmalig ein bisschen Deutsch. Und wir werden auch den Star Club jetzt so ein bisschen einweihen. Ihr habt schon gerade gesehen, ein Entertainer ist hier gerade schon durchgelaufen. Er wird euch gleich ein bisschen einheizen. Ihr könnt ein paar Getränke stellen, weil er kurz noch eine Raucherpause machen. Und dann geht es gleich hier musikalisch, rhythmisch, natürlich hier hemmungslos weiter. Euch viel Spaß, einen schönen Abend mit der Show mit Elvis, mit unserem Dirk. Und lassen es doch mal richtig krachen. Was für ein Abend, einfach klasse. Das war die Sozialpreisverleihung aus der Kleinen Philharmonie in der Schapperstraße 14. Eine Zusammenarbeit mit Berlin Fernsehen, Berlin 24 und VTV.